Zusammen. Ja, ähm, willkommen auf meinem Kanal und äh, ja, äh, es ist Freitag. Ich war gestern ähm, halt, ähm, ihr habt es ja vorhin gesehen, in diesem 1-Euro-Laden äh, bei mir in der Stadt und ähm, ja, da gab es ja wieder so ein kleines Update. Also, die haben wieder Filmchen reingekriegt und auch sehr viele Blu-Rays waren dabei. Ja, die meisten davon habe ich ja schon ähm, letztens auch gekauft. Also, ähm, dazwischen gab es aber wirklich, ähm, also tatsächlich neue Filme. Und ich zeige es euch. Also, ich, ihr habt schon vorhin in diesem Video gesehen. Ähm, das sind halt aber die sechs, sieben Filme, die halt ähm, nochmal dazugekommen sind. Und äh, die gucken wir uns mal alle an. Und äh, ja, wie gesagt, die haben ja je 1,30 Euro gekostet. Da kann man nichts falsch machen. Also das sind schon ähm, auch gute Titel dabei und äh, die anderen weiß ich nicht. Also ich lasse mich auch immer so ein bisschen überraschen und fangen wir mal an mit dem ersten Film und zwar ist das äh, Berlin Syndrome. Ja, ähm, ich hoffe, ich habe es auch richtig ausgesprochen. Ähm, Ihr seht es ja selbst, hier steht auch sehr spannend von TV Movie und ähm, der lief auch wirklich so auf einem Fantasy-Film fest im Jahr 2016. Ähm, ich weiß es nicht, also kommt mir ähm, auch gar nicht bekannt vor, irgendwie der Film. Also ich glaube, ich habe nie was davon gehört und ähm, ich bin aber echt gespannt. Also Gänsehaut- Thriller, brillant. Ja. Ähm... Laufzeit 107 Minuten. Ja, ich bin echt, echt gespannt, ja. Also, ich habe es hier auch schon ein bisschen durchgelesen gehabt. Da ist äh, jemand in Urlaub, äh, lernt jemand kennen oder so. Die verbringen dann die Nacht miteinander und dann äh, wacht die morgens auf, die Dame, und äh, ist dann auf einmal, ähm, ja, eingesperrt. Ja, hört sich auf jeden Fall, <laughs> ja, nicht schlecht an und, ähm, ich bin gespannt, ja. So, das ist halt der erste Film gewesen. Der zweite Film ist, das ist jetzt halt mehr so eine, ja, Dokumentation über die Band Oasis. Ähm, also ich habe die auch früher sehr gerne gehört, ähm, also bis heute sogar noch höre ich die. Aber früher war es schon ziemlich extrem. Also Oasis und U2, das waren für mich auch immer so die beiden Bands. Ähm, da konnte ich mich auch nie entscheiden, ähm, welche Band auch wirklich besser ist. Also ich liebe beide Bands und ja. Ähm, ja, also es ist halt eine unglaubliche, wahre Geschichte der Band, die eine ganze Generation prägte. Supersonic. Bin gespannt. Also als Oasis-Fan nimmt man das natürlich mit. Und ich finde es auch bis heute schade, dass die einfach nicht weitermachen. Ähm, beziehungsweise kein Comeback starten, aber wer weiß, was die äh, Zukunft bringt, ja, und ähm, die Musik bleibt aber, ne, für immer und die wird von mir auch bis heute gehört ähm, und ihr seht es auch selbst, ähm, der lang erwartete offizielle Film über die Superband Oasis, ein filmisches und musikalisches Denkmal der Superlative, mit über 80 Millionen verkauften Tonträgern gehört Oasis zu den erfolgreichsten Bands aller Zeiten, geil. Ich freue mich drauf. Wird auf jeden Fall geguckt. Ja. So, der nächste Film mit Nicolas Cage und Elijah Wood. Also, ähm, kenne ich auch noch gar nicht. The Trust. Big Trouble in Sin City. Ja. 1,30. Nimmst du das mit? Das sind ja schon Top-Schauspieler. Film kennst du auch gar nicht. Ähm, der beste Nicolas Cage-Film seit langem. Ich bin gespannt, ja. Also, den musste ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Zwei Superstars in meinen Augen und äh, geil. Der wird dann auch auf jeden Fall die Tage geguckt. Ähm, so, kommen wir zum vierten Film. Also zur vierten Blu-ray. Und zwar Der Kurier in den Fängen des Kartells mit äh, Daniel Radcliffe, ja. Der Harry Potter-Star äh, von dem Produzenten von The Mechanic. Ja, cool. Ein Mann, eine Ladung, Drogen und ein Flug, der über sein Leben entscheidet. Ich bin gespannt. Also, wahrscheinlich versuchen die da irgendwie äh, so Drogen zu transportieren oder wie auch immer. <laughs> ja, geil. Also. Ist spannend sowas, also ich gucke auch gerne so Border Patrol im Fernsehen. Ähm, also es wird bei mir wirklich sehr wenig Free-TV geguckt, aber wenn ich es schon gucke, dann auf jeden Fall und wenn ich auch natürlich frei habe, ähm, ja Border Patrol. Also ich liebe Border Patrol und ähm, solche Filme gehen dann natürlich auch immer sowas in der Art, ja, die versuchen irgendwas zu, rüber zu schmuggeln oder wie auch immer. Der nächste Film, Rage, Tage der Vergeltung mit John Travolta. Travolta's 96 Hours Taken, ja. Ich bin gespannt. Ein Film von Chuck Russell. Ja. Ich meine, den habe ich mal gesehen. Also ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Der ist von 2016. Travolta's neuer Film ist so abgefahren wie John Wick. Ja. Also der wird dann halt auf jeden Fall wieder geguckt. Geil, für 1.30 Nimmst du mit. So, der vorletzte Film. Ja, <laughs> ich bin gespannt. Kill Zombie. Äh, ja, Zombie-Invasion in Amsterdam. Ähm, keine Ahnung, was mich hier erwartet. Aber äh, ja, was Zombies angeht. Ähm, und dann noch so aller Komödie wie äh, Sean of the Dead oder wie auch immer, ja geil. Also ähm, kann man nichts falsch machen. Mal gucken, wie das ist, ja. Und wenn, ja, mein Gott, ähm, der Film hat 1,30 gekostet, aber ich denke, der wird gut. <laughs> ich stehe auf so ein Trash, ja, und dann noch mit Hauch, ein bisschen Hauch ähm, Komödie dabei, dann ist auf jeden Fall der Abend schon mal gerettet, denke ich. Raffiniert, lustig und äh, einmal voller Blut. Ja, cool. 100% Action, 100% Komödie, 100% Zombie, 300% Blutrausch. Insgesamt. <laughs> ich bin gespannt. Und jetzt der letzte Film. Und zwar Supremacy, ja. Mit Danny Glover und Joe Anderson. Von den Produzenten von Django Unchained. Von Cape Light sogar noch nicht gesehen, beeindruckende schauspielerische Leistung in einem packenden äh, Geiseldrama von 2014 ist die also ist der Film ähm, ich bin gespannt geil das sind halt die Filmchen gewesen Ja. vom 1 Euro Laden, kann man nichts falsch machen und äh ja, das Wochenende ist wieder mal gerettet und äh, ja super. Ich freue mich und ähm, ja, ja, weil äh, falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, äh, kommentieren nicht vergessen, äh, Abo lassen und ähm, ja, wir sehen uns auf jeden Fall die Tage wieder. Ich habe jetzt hier auch noch mal ein Video vorbereitet äh, für das komplette Update vom ähm, letzten Monat. Ähm, und das will ich auch noch die Tage veröffentlichen. Und äh, ja, das war's mit dem Video. Bleibt alle gesund. Äh, ja, schönes Wochenende euch allen. Und ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!